Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr zeichnet sich nicht nur durch den Ticketpreis aus. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren und auf das eigene Auto verzichten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Busse öfter fahren. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Qualität besser wird. Dass man an der Haltestelle zum Beispiel erkennt, wann kommt eigentlich der nächste Bus. Das sind alles einzelne Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, damit es attraktiver wird, mit Bus und Bahn zu fahren. Zudem brauchen wir, wenn wir einen echten öffentlichen Personennahverkehr hier haben wollen, auch eine bessere Anbindung des Umlandes. Mehr Busse, die fahren, aber auch ein Ausbau des Schienenverkehrs. Mit weiteren Haltepunkten in der Stadt verteilt und auch Anbindung von zum Beispiel Fallendar oder Lahnstein mit einem eigenen S-Bahn-System. Das sind verschiedene Maßnahmen, die wir machen können. Wenn wir aber wirklich die Luftqualität in der Stadt verbessern wollen, ist es nur ein Baustein. Wir müssen auch das Radwegenetz ausbauen und ein echtes Radwegenetz in Koblenz und Umland etablieren. Carsharing-Angebote müssen ausgebaut werden und wir haben noch viele weitere Maßnahmen, die gemacht werden können. Jetzt der Vorstoß von der Geschäftsführenden Bundesregierung, einfach nur den ÖPNV kostengünstig oder kostenfrei zu stellen, das sind lediglich Nebelkerzen. Wir brauchen ein Umdenken in der Verkehrspolitik.